Nach Karl-Heinz Kopf kommt Christian Racker zu Wort, Rechtsanwalt aus Wolfsberg im Lavantal, Freiheitliche Partei. Geschätzte Ministerinnen, geschätzte Minister, sehr geehrter Herr Finanzminister, ich war lange im Kärntner Landtag und oberhalb vom Kärntner Landtag prangert ein lateinischer Spruch, den auch der Herr Altklubobmann Andreas Kohl immer sehr oft benutzt hat und gebraucht hat. Und da steht, Veritas temporis fila. Die Tochter, die ist eine Wahrheit der Zeit. Aber er hat umgekehrt, ist eine, die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit. Aber der Herr Andreas Kohl hat es nie vollständig zitiert, denn die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit, geht noch weiter. Non auctoritatis, nicht der Autorität. Und ich möchte Sie einfach einladen, heute einen kleinen kurzen Streifzug in dieser Zeit wahrzunehmen, nämlich was so passiert ist im Jahre 2015, 2016, 2017. Und wir können uns erinnern, wie sehr die Medien, die heute alle vollzählig versammelt sind, über Herrn Strache und alle anderen hergefallen sind und wie sie geschimpft haben über die unflätigen kriminellen Handlungen auf Ibiza, während eine kleine Gruppe im Finanzministerium gesessen ist mit ihren Verbündeten aus Tirol und sich eine Zeitung gekauft hat, die sie dann in weiterer Folge auch dementsprechend genützt hat. Von der hört man heute noch nichts, weil das ist, was in den nächsten Ordnungstrummen drinnen stehen wird, nämlich, dass es nicht nur die Zeitschrift Österreich war und die Zeitschrift Heute, sondern auch andere Medien, die letztendlich gefüttert worden sind, um ein häppchengerechtes Aufarbeiten für die Politik der ÖVP darzustellen. Und das ist jetzt keine Erfindung meinerseits, sondern ich zitiere Ihnen aus dem Bericht des Finanzministeriums, was die einzelnen Medien bekommen haben. Nämlich im dritten Quartal 2019 hat die Kronenzeitung 3,1 Millionen Euro bekommen und auf einmal nach einem Jahr in schwerster Krise, wo die Republik Österreich 22 Milliarden Euro Minus macht, bekommt die Kronenzeitung 5,4 Millionen Euro pro Quartal. 20 Millionen Unterstützung, während die Österreicherinnen und Österreicher 22 Milliarden Minus ausbaden dürfen für die nächsten 10 Jahre. Das geht aber weiter, denn derjenige, der wir alltäglich im Vorabendprogramm wiederfinden mit seinem Gourmet-Magazin, der schießt überhaupt den Vogel ab, weil er wird dann gesteigert im Jahre 2019 von lächerlichen 50.000 Euro, was er pro Quartal bekommt, um 438% wird der Falstaff, das Magazin, angehoben, interessanterweise immer wieder von denselben Personen. Und jetzt müssen Sie mir sagen, ob das nicht irgendwann schon in die Nähe des Paragraphen 278 rückt oder des Paragraphen 278a rückt, nämlich nicht nur eine kriminelle Organisation, sondern wir sprechen schon in den Ansätzen von einer mafiösen Organisation. Denn wir sind in dieser Zeit noch nicht fertig, denn der Höhepunkt kommt erst jetzt. Der Höhepunkt passiert, und das ist der Vorwurf, lieber Herr Finanzminister, in Ihrer Zeit, dass Sie eine Gesellschaft gründen, die APAC, und dann hergehen und 15 Milliarden der COFAG weitergeben, ohne dass es eine parlamentarische Kontrolle in diesem Land gibt. Besetzt von Grün, besetzt von Schwarz. Und dort werden Gelder letztendlich ohne irgendwelche Grundlagen, ohne irgendwelche Ansätze ausbezahlt. Und daher ist es auch für uns so wichtig, dass wir hier einen Entschließungsantrag dementsprechend einbringen. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat umgehend eine Regierungsvorgabe zuzuleiten, die sicherstellt, dass einerseits die Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes GmbH COFAG umgehend aufgelöst und andererseits das Bundesministerium für Finanz mit der derzeit der COFAG übertragenen Kompetenzen betraut wird. Geschätzte Damen und Herren, Kongo ist nicht in Afrika, Kongo ist hier.